So, Hallihallo, ich sitze hier in der Aidshilfe Hamburg heute für das Aufklärungs- und Informationsgespräch über PrEP, HIV und AIDS und auch Prävention dafür bzw. dagegen und sitze jetzt hier mit einem tollen Menschen, der mir hier hoffentlich viele tolle Fragen beantworten kann, der Michael. Hallo. Ja, hallo, ich bin Michael Rack, arbeite für die Hamburger Aidshilfe seit 1998. Vom Beruf bin ich Sozialarbeiter und Psychotherapeut, habe hier verschiedene Aufgaben, die ich zu bewältigen habe. Mein Hauptgebiet ist das der psychosozialen Unterstützung von Menschen mit HIV in sozialrechtlichen Fragen, psychologischen Fragen und alltagspraktischen Fragen. Weiteres Gebiet ist die Präventionsberatung, wo wir Menschen informieren zum Thema HIV natürlich, anderen sexuell übertragbaren Infektionen und Umgang mit Sexualität als Oberpunkt. Sexuelle Gesundheit ist ja mehr als die Abwesenheit von Krankheit, was schon die WHO vor Hunderten von Jahren gesagt hat. Ja, in der Präventionsberatung geht es für mich darum, Menschen zu befähigen, richtige Entscheidungen für sich zu treffen, die nicht ich treffe, sondern der betreffende Mensch. Und wir versuchen gemeinsam nach Wegen, Lösungen für das Thema, das Anliegen zu finden. Ich habe die Aufgabe, die bestmögliche Information dem Menschen zu geben, sei es zum Thema HIV, sei es zum Thema PrEP, Kondomgebrauch oder was auch immer. Du hast schon deine Ausbildungsgrade quasi, du bist ja beschrieben. Die Frage ist, wie bist du dran gekommen? Also kann ich das als quasi, ich bin ja nur Notfallsanitäter, ich habe jetzt ja keine große pädagogische Ausbildung oder psychologische Ausbildung, könnte ich diesen Job auch machen? Wie kommt man an einen Job bei der Erzhilfe? Es kann ganz unterschiedlich sein. Also ich musste halt Sozialpädagogik, Sozialarbeit studiert haben. Das war die Eingangsvoraussetzung. Aber wir arbeiten auch mit etwa 160 ehrenamtlichen Menschen. Die brauchen erstmal gar keine Ausbildung. Die werden entweder von uns ausgebildet oder wir schicken sie zu unserem Dachverband, wo qualifizierte Ausbildungen für unsere Bereiche gemacht werden. Für die hauptamtlichen Mitarbeitenden hier in der Aidshilfe, wir sind ein sogenanntes multiprofessionelles Team. Wie gesagt, ich bin Sozialarbeiter und auch als solcher hier eingestellt. Ich habe einen Kollegen, der ist Psychologe. Dann gibt es Sozialpädagogen, Diplompädagogen. Bis vor einigen Jahren hatten wir sogar eine eigene Ärztin, die haben wir jetzt nicht mehr, die ist im Ruhestand und konnte und durfte nicht mehr weiterfinanziert werden. Deswegen haben wir keine eigene Ärztin mehr. Aber wir sind ein multiprofessionelles Team, was in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig ist. Also wir haben Migrationsbereich, wir haben Youth Work Bereich, also wo Jugendliche auch informiert werden. Wir haben Migrationsbereich, wo Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen und Ländern informiert und befähigt werden, sich zu schützen oder auch Informationen weiterzugeben. Immer ein guter Tipp, schaut auf unsere Homepage, da wird man unterschiedlichste und umfängliche Informationen zu unserer Arbeit finden. Möchtest du die Homepage einmal nennen? Das ist www.aidshilfe-hamburg.de. Genau, und wenn man nicht aus Hamburg kommt, lässt sich über Aidshilfe Google bestimmt Ja, der jeweilige Ort. Aidshilfe Hamburg eingeben und dann findet man auch unsere Homepage und unsere Angebote. Stichwort Finanzierung. Wie finanziert sich die Aidshilfe und wie kann man euch unterstützen? Unterstützen kann man uns, wie gesagt, nicht nur finanziell, natürlich immer auch gerne, aber durch Ehrenamt in verschiedenen Bereichen. Wie gesagt, viele Bereiche sind durch EhrenamtlerInnen gestützt und auch wird die Arbeit bewältigt von denen. Finanziell werden wir einen großen Teil durch die Behörde finanziert, also die hauptamtlichen Personalstellen, wobei man natürlich auch sagen muss, dass die ihr Engagement immer weiter zurückgefahren haben, so dass wir mit Drittmittelanbietern arbeiten müssen, um unsere Arbeit weiter fortführen zu können. Das ist von angefangen der Fernsehlotterieaktion Mensch, die Krankenkassen und alle möglichen Rentenversicherungsträger.
die uns Gelder geben, damit wir bestimmte Angebote hier fortführen können. Das ist im Laufe der Zeit auch immer komplexer und schwieriger geworden. Das ist seit vielen Jahren ein alltäglicher Kampf, sozusagen unser Niveau halten zu können mit den immer weniger werdenden Finanzen. Ja, das glaube ich. Wenn dann der Hahn irgendwie zugedreht wird, wie will man arbeiten? Also wir haben seit vielen Jahren eine Budgetierung, Pauschalierung von dem, was die Aidshilfe von der Behörde bekommt. Bekanntermaßen gibt es ja immer auch Tarifsteigerungen, alles wird teurer, die Miete wird teurer. Das heißt, wir sehen da keinen Cent mehr und müssen halt schauen, über andere Mittel und Wege Gelder hinzuzuverdienen quasi. Beziehungsweise auch unter Umständen Abstriche zu machen. Also Gehaltserhöhungen, weiß, kann ich mich nicht mehr erinnern, wann ich die hatte. Ich arbeite immer weniger, weil die Tariferhöhungen müssen ja mitgegangen werden. Aber das ist halt eben, dass dann die Stunden, die wir haben, weniger werden. Was natürlich eine Auswirkung auf die Beratungskapazität hat und auch längerfristig haben wird. Schöner Übergang, Stichwort Beratung. Du bist jetzt ja auch schon, hast ja schon viele Menschen hier beraten und mit den Menschen gesprochen. Erinnerst du lustige Momente? Fragen, ist ja doch ein ernstes Thema, sollte man natürlich nicht lächerlich sehen. Aber gibt es merkwürdige Fragen, die du erinnerst oder irgendwas, was Unterhaltsames, wo du dich gerne dran zurückerinnerst, aus Beratungsgesprächen oder deiner Arbeit hier? Ja, da gibt es sicherlich eine ganze Menge von Kuriositäten. Also natürlich, wenn man in der Präventionsberatung ist, gibt es auch Menschen, die überängstlich sind oder auch krankhaft ängstlich sind, die sich dann mit für uns, ich sag mal als normal gestörte Menschen, sehr abwegige Situationen ausdenken, wo sie sich hätten mit HIV anstecken können. Da gibt es verschiedene Beispiele, die aber, muss man sagen, das ist nicht zu belächeln, die sehr ernst zu nehmen sind, weil es ist wirklich eine Krankheit, die davon überzeugt sind, dass sie AIDS im Endstadium haben, aber überhaupt kein Risiko für HIV hatten. Aber schon manchmal Schilderungen sind, also von, weiß ich nicht, jemand, der auf dem Cruising-Parkplatz rumgelaufen ist, zurückkam, eine Zigarette geraucht hat, dann die Türklinke seines Autos angefasst hat und da war natürlich Sperma drauf, dann hat er ja die Zigarette gehabt und da war dann Sperma und das ist in den Mund gekommen und jetzt hat er AIDS im Endstadium, so mal verkürzt. Wir wissen natürlich, dass das alles Unsinn ist, aber diese Menschen leben in dieser sehr, sehr für sie realen Angst und brauchen auch Hilfe und Unterstützung. Oder Menschen, die glauben, wenn sie zu uns kommen, hier ist jeder Arzt. Und so manche konnte ich noch gerade davor bewahren, die Hose runterzulassen, so nach dem Motto, Herr Doktor, gucken Sie mal, da ist irgendwas, ich habe bestimmt AIDS. So, das sind dann schon nochmal witzige Situationen. Nicht so witzig. Was bleibt auf jeden Fall hängen, denke ich mal. Ja, guter Punkt, möchte ich gerne auch mal kurz, also ich aus dem Rettungsdienst kenne es ja auch tatsächlich, dass man hinfährt zu irgendwas, wo man einfach sich nur denkt, so, okay, das ist, also, wenn man mal drüber nachdenkt, unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz sind diese Menschen ja trotzdem in einem Hilfeersuchenden in der Angst. So. Das sollte man natürlich nicht belächeln, das sollte auch nicht Hintergrund der Frage sein, aber es gibt ja trotzdem immer mal so andere Momente, dass einfach mal Beratungsgespräche vielleicht einfach nicht standardmäßig der Information dienen, sondern bestimmt auch, ne, auf einmal ist die Hose unten so und gucken Sie mal hier, was ist das da? Das sind ja dann nochmal andere Aspekte aus dem Beruf. Also wichtig ist bei all der Routine, die man ja so kriegt im Laufe der vielen Jahre, dass man trotzdem die Sensibilität sich bewahrt und erhält, immer wieder sehr wachsam zu sein, weil die Gefahr ist natürlich, dann erzählt wieder jemand die übliche Geschichte, ja, das und das und so, man denkt, ja, alles klar, ist ja nicht wirklich ein Risiko, aber dahinter sind manchmal noch ganz andere Themen, das heißt, man muss zwischen den Zeilen immer wieder lesen und versuchen, das Hauptthema oder das Hauptanliegen, mit dem jemand kommt, auch rauszufinden und es möglicherweise anzusprechen und nicht so diese 0815 Beratung zu machen, sondern immer wieder das Gefühl haben, das ist das allererste Mal und dieser Mensch ist ganz individuell, was er ja auch ist, mit einem ganz individuellen persönlichen Problem kommt, auch wenn man das glaubt, vielleicht schon 100 Mal gehört zu haben. Oder Menschen, die aus unserer Sicht natürlich überhaupt kein wirkliches Risiko hatten für HIV, aber unglaublich sich Probleme und das Leben unglaublich schwer machen. Also die sogenannten entweder Phobiker oder Hypochonder und man denkt dann oftmals, Mann,
was hast du für ein Problem, genieß doch einfach das Leben. Aber für denjenigen ist es ein Problem und man muss trotzdem ja seriös und ernsthaft bleiben und versuchen auch für die Menschen oder mit diesen Menschen gangbare Wege zu finden, ja, dass es ihnen besser geht oder dass sie Wege finden. Wir sind dann oft nicht die richtige Ansprechperson, sondern die brauchen andere Hilfen und das versuchen denen auch nahe zu bringen, dass sie bei uns nicht richtig sind, aber durchaus Hilfe brauchen und den ersten Weg damit gefunden haben. Das ist zumindest mein Anspruch in der Beratung. Das ist auch ein wichtiger und guter natürlich. Es ist ja immer noch ein Mensch, der einem gegenüber sitzt. Genau. So. Das so ein bisschen zu dir, das ein bisschen zum Organisatorischen und wir steigen dann quasi jetzt in das Thema PrEP, HIV, AIDS, Prävention ein und ich habe viele Fragen für dich mitgebracht. Okay, dann geht's los. Also die PrEP, Präexpositionsprophylaxe, das meint eine Präventionsmaßnahme, um eine HIV-Infektion mit Hilfe von HIV-Medikamenten zu verhindern. Die ist in Deutschland zugelassen, die wird seit 2019 auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Voraussetzung dabei ist, dass ein Mensch ein sogenanntes substanzielles Risiko für eine HIV-Infektion hat. Substanzielle Risiken haben generell Menschen, die möglicherweise Kontakt zu Menschen mit HIV haben, die nicht behandelt werden, die ungeschützten Sex mit diesen Menschen haben. Wäre eine Indikation. Eine Indikation ist für Männer, die Sex mit Männern haben, auch anonymen Sex haben, wo nicht klar ist, wie der Status ist, wäre eine Indikation. Und Menschen, die warum auch immer keine Kondome gebrauchen können oder wollen. So, das wird dann auch in einem ärztlichen Gespräch, da gibt es dann eine umfängliche Anamnese sozusagen, wo dann schlussendlich der Arzt zum Schluss kommt, ja, dieser Mensch ist berechtigt sozusagen auf Kosten der gesetzlichen Krankenkassen, diese Maßnahme machen zu können. Also Indikation ist erforderlich. Was ganz gut ist, dass die festgelegt haben, Menschen mit substanziellem Risiko, weil es ist natürlich assoziiert, dass das überwiegend schwule Männer sind. Aber so ist es nicht. Auch Frauen können und sollen und dürfen eine PrEP machen, aber immer vorausgesetzt, ob sie dann entsprechende Risiken haben. Insofern für uns ist es gut, dass das nicht so fixiert ist, sondern dass man eben schauen kann, wie ist die Situation. Und da ist es halt gut, dass es nicht irgendwie nach sexueller Orientierung, nach Geschlecht, nach Gender oder was festgelegt ist. Also keine Stigmatisierung. Keine Stigmatisierung. Genau. Ne? So. Wobei hilft die PrEP? Logisch, eine HIV-Infektion zu verhindern. Das funktioniert auch wirkungsvoll. Dazu gibt es zwei Wege, das zu tun. Das erste, und das ist auch im Prinzip die einzig zugelassene Methode, nämlich die PrEP dauerhaft zu nehmen, unabhängig davon, ob jemand Sex hat oder nicht. Das bedeutet derzeit noch eine Pille am Tag. Da sind zwei Wirkstoffe drin. Die werden schnell resorbiert und die befinden sich dann auf den Schleimhäuten, so dass das Virus keine Chance hat, in den Körper zu gelangen. Das ist die offizielle Zulassung, aber es gibt auch Menschen, die sagen, ich möchte nicht jeden Tag diese Pille nehmen, weil so viel Sex habe ich nicht. Da gibt es die Option PrEP on Demand, also nach Bedarf. Die ist offiziell nicht zugelassen in Deutschland, aber das machen viele. Entweder, dass sie sagen, so, ich gehe jetzt nach Mykonos, nach Ibiza oder Gran Canaria und möchte 3 Wochen es krachen lassen, mir keinen Gedanken über Kondome machen, fange entsprechend rechtzeitig damit an, nehme die Tabletten währenddessen kurz noch danach und höre dann wieder auf. Oder ich bin jemand, der sagt, na, wenn habe ich eher am Wochenende Sex, dann beginne ich halt vorher mit der Tablettenannahme, währenddessen und nochmal danach. PrEP on Demand meint mindestens 2 Tage vor Beginn des ersten ungeschützten Sexes, währenddessen im 24-Stunden-Rhythmus und nochmal 2 Tage danach. Einige Ärzte empfehlen, 4 Tage vorher zu beginnen. Wichtig dabei, PrEP on Demand geht nicht für Frauen, weil auf den Vaginalschleimhäuten es eine andere Aufnahme gibt und das nicht sicher genug ist. Da kann man nur empfehlen, die dauerhafte
Einnahme, das ist wichtig. So, PrEP schützt nur gegenüber HIV, nicht gegenüber anderen sexuell übertragbaren Infektionen, also Syphilis, Tripa, Chlamydien und andere schöne Sachen, die kann man sich unabhängig davon trotzdem fangen. Genau. Das ist auch wichtig. Schon eine Frage hier. Genau. Das, sagen wir, genau. Das schützt davor überhaupt nicht. Ja, also wenn die Indikation gestellt ist, ist es vom Ablauf so, dass derjenige ein Package für 4 Wochen bekommt, für einen Monat. Vorab werden Untersuchungen gemacht, überhaupt auf natürlich HIV, ob nicht schon eine Infektion vorliegt, weil das ist ganz wichtig, dass man eine Infektion sicher ausschließen muss, weil das keine HIV-Therapie ist, auch wenn es HIV-Medikamente sind. Okay. Für die PrEP gibt es nämlich in Anführungsstrichen nur 2 Wirkstoffe, die in der Tablette enthalten sind, aber für eine HIV-Therapie braucht man in der Regel 3 Wirkstoffe, deswegen wäre diese Medikation nicht ausreichend für eine Therapie und man würde Resistenzen herstellen, wenn man sozusagen die PrEP nimmt und gar nicht weiß, dass man HIV infiziert ist. Mhm. Deswegen muss man das sicher ausschließen. Weiter wird untersucht auf Hepatitiden von A, B und C. Männer, die Sex mit Männern haben, sollten natürlich bestenfalls geimpft sein gegen Hepatitis A und B, was auch die Krankenkassen, die gesetzlichen, übernehmen. So dass man die auf jeden Fall verhindern kann. Hepatitis C kann man noch nicht impfen, kann man aber inzwischen gut behandeln. Was auch ganz wichtig ist, da werden sogenannte Nierenwerte untersucht, weil natürlich generell Medikamente Wirkung, aber eben auch Nebenwirkungen haben. Nebenwirkungen dieser Medikamente können halt eben sein eine Beeinträchtigung der Nierenfunktion und der Knochenfunktion. Deswegen muss man das vorab untersuchen, ob es da generell schon vorab Probleme gibt. Das könnte ein Ausschluss, medizinischer Ausschluss für die Gabe der PrEP sein. So, wenn das aber alles okay ist, verschreibt der Arzt für einen Monat ein Package. Nach einem Monat melde ich mich wieder in der Praxis, mache das gleiche Prozedere der Blutuntersuchung noch einmal, vor allen Dingen HIV, um ganz sicher die sogenannte diagnostische Lücke auszuschließen. Das heißt, wenn ich halt beim ersten Mal einen HIV-Test mache, mich aber 2 Tage vorher angesteckt habe, wird dieser HIV-Test negativ sein, falsch negativ. Deswegen will man sicher sein, nach 4 Wochen das nochmal zu wiederholen. Dann wird sich das auf jeden Fall zeigen. So. Ist dann wieder alles in Ordnung, dann bekommt die oder derjenige für 3 Monate ein Package. Mit der Maßgabe, jeden Tag die Tabletten zu nehmen, eine Tablette zu nehmen, ob man Sex hat oder nicht, so ist es zugelassen. Und nach 3 Monaten wird die Untersuchung wiederholt und bekommt wieder ein Rezept für die nächsten 3 Monate. Darf ich was querfragen? Immer. Vielleicht kommt es ja auch gleich noch von dir. Das sind allerdings nicht jeder x-beliebige Hausarzt, sondern das sind Ärzte, die, okay, genau. Du wolltest das schon erzählen. Gute Frage. Das ist so, die Ärzte, die die PrEP verschreiben dürfen, müssen dafür zugelassen sein. Das sind natürlich in der Regel sämtliche HIV-Schwerpunktärzte, weil, wie der Name schon sagt, den Schwerpunkt haben. Weil eine Voraussetzung für die PrEP ist natürlich, dass ein Arzt Ahnung davon hat, wie sie funktioniert. Medizinisch, psychologisch. Und all die Sachen. Und ist jemand, ich sag mal, der allgemeine Hausarzt, wenn er das machen möchte, muss der in der Schwerpunktpraxis einen bestimmten Stundensatz hospitieren, muss bei dieser ärztlichen Kassenvereinigung, muss verschiedene Seminare besuchen zu dem Thema, wird dann zugelassen, kriegt dann ein entsprechendes Zertifikat. Ich sag mal so, die schwulen Ärzte in den Großstädten, die HIV-Schwerpunktärzte, die haben alle automatisch eigentlich diese Zulassung. Aber manchmal der allgemeine Hausarzt, vielleicht auch auf dem Land, hat das nicht unbedingt. Deswegen kann man nicht unbedingt zu seinem Hausarzt gehen, der jetzt nicht automatisch die Zulassung hat. Genau. Ja, das ist im Prinzip erstmal so im Wesentlichen. Das, was zur PrEP zu sagen ist, wie gesagt, die funktioniert halt eben so, dass diese Medikamente die Aufnahme in den Zielzellen, in den sogenannten Wirtszellen blockieren, dass es eben nicht zu einer Infektion kommt. Das geschieht in der Regel auf den Schleimhäuten, also Darmschleimhaut,
Vaginalschleimhaut, Penisschleimhaut, und da baut sich relativ schnell ein Wirkspiegel von diesen Medikamenten auf. Und wenn ein Kontakt entsteht tatsächlich mit dem Erreger, hat der in der Regel nicht die Option, weiter vorzudringen und Zellen zu infizieren. In der Regel. Mhm. Aber es gibt immer Ausnahmen. Nichts ist sicher in dieser Welt. Ich sage immer, das Leben ist lebensgefährlich und es endet immer tödlich. Die Frage ist nur, wann, wie und wo. Auch hier gibt es, was aber, muss man sagen, super, super selten ist, wenn jemand mit jemandem ungeschützt schläft, der bereits Resistenzen entwickelt hat gegen einen oder beide dieser Wirkstoffe, das kann passieren, dann ist natürlich die PrEP nicht wirksam und ich kann mich trotz, wenn ich sie auch richtig genommen habe, trotzdem anstecken. Das ist auch schon passiert. Und in dem Fall konnte man entweder nachweisen, dass die PrEP nicht so genommen worden ist, wie man sie hätte nehmen sollen, aber auch bei Menschen, die sie ganz ordnungsgemäß genommen haben, sich trotzdem angesteckt haben. Und das lag dann tatsächlich, weil sie leider Kontakt mit jemandem hatte, der positiv war, das nicht wusste, und sich mit dem Erreger angesteckt hat, der schon Medikamente kennengelernt hat und Resistenzen gegen diese beiden Wirkstoffe entwickelt hat. Die Wahrscheinlichkeit bewegt sich im Promillebereich. Auch ein Kondom ist ja nicht 100% sicher. Das kann platzen, auch darüber kann man sich dann schlussendlich infizieren. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit höher, sich durch ein defektes Kondom zu infizieren, als durch die PrEP. Aber das muss man eben wissen, dass es bei uns in der Beratung kommen die Leute, das ist aber dann 100% sicher. Ja. Kann ich sagen, nein, es ist nicht, es ist nur 99,98% sicher. Und wenn du zu demjenigen gehörst, ist es natürlich, ist dir das ziemlich egal, ja, ob das 0,0 so und so viel Prozent sind, was das Risiko ist. Aber wie gesagt, das Leben ist lebensgefährlich und man geht jeden Tag sehr viel höhere Risiken fürs eigene Leben ein, nur wenn ich schon Brötchen auf der anderen Straßenseite mir kaufe. Ja. Ja, so. Okay, ansonsten ist es eine sehr, sehr zuverlässige Methode, HIV wirkungsvoll zu verhindern. Zukunftsmusik wird sein, sogenannte Long-Acting Injections. Das heißt, im Moment ist es noch so, dass Menschen jeden Tag diese Tablette nehmen müssen oder sie entscheiden sich PrEP on Demand nach dem Einnahmeschemata, zwei Tage vorher, während des Sex und zwei Tage danach. Es gibt, ist auch in mehreren Studien schon, ist noch nicht zugelassen, die Möglichkeit, sich eine Injektion mit diesen Wirkstoffen geben zu lassen, die dann 2 Monate, gegebenenfalls 3 Monate wirken, sodass man nicht jeden Tag Tabletten nehmen muss. Klingt erstmal gut, aber hat natürlich auch Vor- und Nachteile. Das heißt, wenn ich diese Medikamente, was passieren kann, nicht vertrage, ist der Wirkstoff drin, den kriegt man erstmal nicht mehr raus. Also man wird sowieso erstmal 4 Wochen mindestens Tabletten nehmen müssen, um zu sehen, wie das funktioniert. Ja, die Niere, was du sagtest. Ne? Und es gibt eben immer auch neben den Wirkungen Nebenwirkungen. Das kann gerade zu Beginn sein, dass wenn man damit beginnt, dass man sich müde fühlt, ein Völlegefühl hat, Durchfall hat, Verstopfung hat. Manche entwickeln auch Hautausschläge, die verschwinden aber in der Regel. Und wenn man sie dauerhaft nimmt, gewöhnt sich der Körper dran. Bei PrEP on Demand kann das dann immer wieder auftauchen. Das muss man einfach wissen. Es ist wie immer individuell unterschiedlich. Viele Menschen, auch die, die Therapie machen, haben nie Probleme, irgendwelche Nebenwirkungen, vertragen alles gut. Es gibt Menschen, da hat man das Gefühl, die arbeiten den Waschzettel ab, wo die Nebenwirkungen draufstehen und wirklich jede Nebenwirkung haben. Das ist einfach so. Individuell sind die Menschen nun mal unterschiedlich. Ja. Das muss man wissen. Der Vorteil bei der PrEP ist, was ich schon sagte, man kann sie dann absetzen, wenn es nicht geht oder ich keinen Bock mehr drauf habe. Ja, das ist eben die Zukunftsmusik, das wird eventuell so sein, dass man dann eine Injektion bekommen kann. Da muss man dann allerdings auch strukturiert sein, nämlich den Termin wiederum rechtzeitig in der Praxis zu machen, weil wenn da der Wirkspiegel absinkt, dann ist die Gefahr natürlich höher, als wenn man die Tabletten sowieso jeden Tag nimmt und vielleicht mal eine vergisst, das ist kein Problem. So. Noch zukünftigere Musik wird möglicherweise sein, was ja die Frauen teilweise schon haben. Über 3 Jahre gibt es so ein Implantat, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Da gibt es auch mittlerweile auch Studienuntersuchungen, sowas Ähnliches unter die Haut zu implantieren, dass man quasi 1 Jahr, vielleicht sogar 3 Jahre
quasi geschützt ist und dann nichts weiter machen muss. So im Moment noch nicht, aber das ist Zukunftsmusik. Gilt auch für die HIV-Therapie, dass man im Laufe der Zeit von den regelmäßigen Tabletteneinnahmen wegkommen wird. Gilt nicht für alle sicherlich, aber für einen Großteil der Menschen. PrEP, kann man sagen, ist einfach ein Instrumentarium, um HIV zu verhindern, neben dem Kondom, das gilt nach wie vor, ist sicher, wenn man es richtig anwendet, und sogenannte Schutz durch Therapie, also bei Menschen, die HIV-positiv sind, therapiert werden und unter der sogenannten Nachweisgrenze sind. Auch hierbei besteht kein Risiko für Menschen, die nicht HIV-positiv sind, sich zu infizieren. Also ist der gleiche Schutz, da kann nichts passieren. Drei Präventionsmethoden, die jeder für sich dann entscheiden kann, auch je nachdem wechseln kann, was für denjenigen dann das Passende ist. Ich habe Fragen zur, weil mich das so ein bisschen biochemisch interessiert, muss man jetzt nicht sehr viel ins Detail gehen. Allerdings ist es ja in der Schulmedizin so, keine Wirkung ohne Nebenwirkung, das ist kurz angesprochen. Ich würde die Funktionsweise von PrEP, du hast es schon gesagt, es gibt so eine Ummantelung quasi, dass das HIV-Virus da nicht andocken kann quasi und eine Zelle nicht infizieren kann, solange sie nicht schon Kontakt hatte und immun gegen dieses Schild ist quasi. Jetzt hattest du gesagt, es könnte auf die Knochenfunktion als Nebenwirkung gehen, es könnte auf die Nierenfunktion als Nebenwirkung gehen. Gibt es eine längere Studie, also gibt es irgendwas, wenn ich jetzt merke, ich nehme es regelmäßig ein, was macht es in meinem Körper mit mir aus, einen Schutz aufzubauen? Ich habe so ein bisschen die Sorge irgendwie, okay, irgendwas, also ich nehme eine Tablette ein, die was an meinen Zellen macht. Das klingt für mich erstmal so, okay, gut, auf der anderen Seite so, irgendwie greife ich in mein System ein. Das tut man in der Tat. Das Gute an der Geschichte ist im Moment zumindest die aktuelle Präventionsmethode, die Medikamente, das sind langjährig erfahrene Medikamente. Das ist Tenofovir und Emtricitabin. Das sind zwei Wirkstoffe. Mal kurz aufschreiben, wie heißen. Ich bin jetzt nicht zu sehr in den. Also es gibt natürlich fünf Mechanismen, um sozusagen HIV daran zu hindern, sich zu vermehren im Körper. Mhm. Auch wenn die Infektion eingetreten ist. Das ist halt der Effekt. Der erfolgreiche Effekt in der HIV-Therapie, man kriegt das Virus nach wie vor, wenn es einmal drin ist, nicht wieder raus. Also heilbar. Es gibt zwar ja verschiedene Fälle, wo angeblich jemand geheilt ist, aber in der Regel ist es so, das Virus geht nicht wieder raus, aber man kann es kontrollieren und zwar sehr gut kontrollieren. Das heißt, das Virus ist nicht mehr in der Lage, Schäden zu verursachen, also ins AIDS-Stadium zu rutschen, beziehungsweise den Tod zu verursachen, wenn man rechtzeitig mit der Therapie beginnt. Deswegen immer der Aufruf, Menschen, die Risiken hatten oder haben, sich regelmäßig testen zu lassen. Das ist der beste Weg. Sollte die Infektion eingetreten sein, je früher man mit der Behandlung beginnt, umso besser. Ja. Früher war das anders, weil die Medikamente schwere Nebenwirkungen gemacht haben, komplex einzunehmen waren. Das ist heute anders, deswegen ist heute gut, je früher damit zu beginnen, umso besser. Der Mechanismus hier von diesen beiden Medikamenten ist halt eben, HIV ist ja ein Virus, was eigentlich RNA ist und nicht kompatibel ist mit DNA. Wir haben ja DNA, eine Erbsubstanz, aber es bringt leider sogenannte Enzyme mit reverse Transkriptasen, die Fähigkeit haben, RNA in DNA umzuschreiben. Und das tut das Virus, auch wenn man da nichts gegen macht. Und diese beiden Medikamente wirken an dieser Stelle der Umschreibung, sogenannte nukleosidale reverse Transkriptase Inhibitoren, NUCs, auch kurz abgekürzt. Ja. So, es gibt noch einige andere Mechanismen, die alle sehr komplex sind, auch neuere Medikamente nochmal an ganz anderer Stelle wirken, aber die wirken an der. Und das heißt, mit den Medikamenten, die wirken, werden dann hauptsächlich an den Schleimhäuten sozusagen angespült und wirken auch da. Und sollte tatsächlich, also da sitzen natürlich auch Wirtszellen, Makrophagen ja gerade an den Schleimhäuten,
Und auch die können attackiert werden von HIV. Man braucht aber immer einen Schwellenwert. Es ist nicht die Vorstellung, ein Virus gelangt in den Körper und dann ist die HIV-Infektion da. Man braucht einen sogenannten Setpoint, der dann überhaupt erst zu einer Infektion führt. Das heißt, erstens wird schon durch diese Wirkspiegel, werden schon vorab die Viren daran gehindert, in die Zellen zu gehen. Und selbst wenn Einzelne es schaffen, sind in den Zellen diese Wirkstoffe quasi, diese Nukes, die dann verhindern, dass es zur Umschreibung kommt. Das heißt, da passiert nichts in den Zellen und deswegen kommt es eben zur Nicht-Infektion. So. Es sei denn, dass Resistenzen da bestehen und dann funktioniert das eben nicht. So ist es biochemisch. Es ist natürlich klar, Medikamente haben Wirkungen und eben auch Nebenwirkungen. Aber die sind wirklich über viele, viele Jahre kontrolliert. Man weiß, dass sie Nieren beeinträchtigen können, dass sie eventuell die Knochendichte verändern können. Das passiert natürlich eher, wie es generell ist, je älter jemand ist, die Wahrscheinlichkeit ein Stück höher. Bei Jüngeren, die sind in der Regel super verträglich. Aber auch da, wenn jemand von Geburt an oder durch irgendwas Nierenschädigung hat, wo die sogenannte Clearance, die Durchflussrate nicht mehr gewährleistet ist, kann das ein Ausschluss sein, weil die eventuell darüber reduziert werden könnte. Und deswegen sind, das ist eben ganz wichtig, die regelmäßigen Untersuchungen notwendig. Das bedeutet eben aber auch, das muss sich jemand dann auch gut überlegen, wenn sonst jemand topfit ist und ein Arzt eher nur aus der Entfernung sieht, dass er spätestens alle 3 Monate ins medizinische System muss, die Untersuchung machen muss, sprich Blut abgeben, eventuell einen Abstrich abgeben und immer wieder checken muss, sich das Rezept verschreiben lassen muss, die Medikamente nehmen. Wir haben ja im Kopf, Medikamente nimmt man, wenn man krank ist. Ja. Derjenige ist natürlich nicht krank, sondern nimmt sie prophylaktisch. Ja. Und das muss sich jemand schon klar machen. So. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich auch andere Medikamente, die Menschen nehmen, um was zu verhindern, oder eine Impfung. So. Da werden auch Medikamente quasi gespritzt oder genommen. Aber es ist natürlich eben schon was auf Dauer dann immer wiederholt wird. Das muss man sich klar machen. Aber wie gesagt, die jetzigen Medikamente sind in der Regel gut verträglich, sehr eingeschränkt in den Nebenwirkungen. Und das Gute ist halt, selbst wenn man merkt, das ist nichts für einen oder man hat doch mehr Probleme als der Durchschnitt der Menschen, dann lässt man es halt wieder sein. So. Okay. Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Du sagtest, du hattest begonnen mit, dass das, wenn das, ich glaube, das war auf einen HIV-positiven Menschen bezogen, dass wenn das Virus, dass da die Funktionsweise, dass das dass das Medikament da andockt, wo das HIV-Virus quasi umschreibt zu mRNA, Das ist ein Wirkmechanismus. Ja. Das war aber beim HIV-positiven Menschen. Also das ist der Mechanismus, wenn es zu einer Infektion kommt. Das Virus ist ja tote Materie, Krümel ist ja eigentlich harmlos. Immer komisch, hat keinen Eigenstoffwechsel. So, das heißt, Viren sind ja angewiesen, einen passenden Wirt zu finden. Ja. Bei HIV ist es fatalerweise so, dass es sich Wirte gesucht hat, die das Immunsystem beherbergen oder wesentliche Zellen, die das Immunsystem zur Funktion bringen. Das ist das Fatale, sonst hätten wir gar nicht so ein großes Problem. Es gibt ja viele Erkrankungen, wo Viren andere Zellen attackieren, Corona, so. Hier ist es so, ich bringe mal so ein bisschen, das ist natürlich sehr bildhaft und sehr vereinfacht, das ist ein bisschen so, man muss sich eine Großstadt vorstellen, da gibt es die Feuerwehr und die Polizei, so, und jetzt brennt es halt irgendwo in einem Haus, was macht man? Man ruft 110 oder 112, hier brennt es, bitte kommt vorbei, löscht das Ganze. Normalerweise passiert das dann hat man vielleicht einen kleinen Schaden, aber den kriegt man wieder hin, alles gut. Jetzt ist es aber so, da gibt es dann irgendwelche, in Anführungsstrichen, Terroristen, also HIV-Viren, HIV-Viren, die attackieren die Polizei bzw. die Feuerwehrzentrale. Das heißt, wenn es bei mir im Haus brennt, ich rufe die Feuerwehr, da meldet sich keiner mehr. Mhm. So, das heißt, zur Konsequenz, ich habe keine Chance, ich kann das auch nicht löschen, weil das schon so groß ist. Das Haus brennt ab, das nächste Haus brennt ab.
die Stadt brennt nieder. Also das ist die schlussendliche Konsequenz. Der Mensch im Laufe der Zeit, das ist ein langer Zeitraum, kann 10 Jahre und länger dauern, wird irgendwann erkranken, weil das Immunsystem immer schlechter funktioniert. Es treten Krankheiten auf, die normalerweise nicht auftreten würden, weil das Immunsystem uns davor bewahrt. Und schlussendlich führt es zum Tod. Das ist so der Effekt. Und die Therapie verhindert, dass dieser Erreger gar nicht erst in die Feuerwehrzentrale reinkommt und da überhaupt gar keine Schäden verursachen kann. Deswegen kann dann die Feuerwehr, trotz dass die Erreger da mal aktiv sind, weiter gut funktionieren. Und so funktioniert quasi die HIV-Therapie bei Menschen mit HIV. Das ist sehr schön bildlich gesprochen, schön nachvollziehbar. Ja. Bedeutet also quasi mit... Das HIV-Virus kann nicht in die Zentrale eindringen aufgrund der PrEP-Therapie. Das heißt, dieses Virus selber ist einfach dann funktionsunfähig, stirbt ab, wird abgebaut. Es bleibt nicht quasi im Körper und irgendwann kann es wieder angreifen, weil es da ist, sondern es ist weg dann einfach letztendlich, weil es den Angriff nicht umsetzen kann und dann irgendwann die Energie nicht mehr hat, weil sie nicht wie genau, Virus gibt dann, also das Virus kann natürlich immer wieder neu in den Körper kommen, je nachdem, mit wie viele Menschen die schlafen, die HIV-positiv sind und es nicht wissen, also nicht therapiert sind. Aber es passiert dem Mechanismus, deswegen ist die regelmäßige Einnahme oder der Aufbau eines ausreichenden Wirkstoffes ganz wichtig, dass es eben zu dem Effekt nicht kommt. Ja, okay. Vielleicht da nochmal einen Schritt vor, ich glaube, das hatten wir noch ohne Aufnahme besprochen, wo das PrEP hergekommen ist. Vielleicht einmal kurz nochmal zusammengefasst. Du hattest ja quasi gesagt, dass das im Rahmen einer Therapie für die HIV-positiven Menschen letztendlich ein Medikament ist, um Menschen auf eine unter die Nachweisgrenze zu bringen, was unterm Strich, ich habe es mir aufgeschrieben, das fand ich interessant und wichtig, bedeutet, HIV-positive Menschen, wenn sie unter der Nachweisgrenze sind, sind nicht, also infizieren einen nicht. So, man kann Anführungszeichen machen mit denen, was man möchte, Anführungszeichen. Genau. Man kann sich nicht an den HIV-Positiven unter der Nachweisgrenze infizieren. Genau. Und ich fasse es nochmal zusammen, so ich will jetzt nicht. Ne? Um unter diese Nachweisgrenze zu kommen, gibt es diese HIV-Medikamente? Du sagtest quasi, da gibt es 3 Wirkstoffe. Für die PrEP-Therapie gibt es die 2. So hatte ich es grob verstanden. Und das bringt dann quasi die Nachweisgrenze runter, beziehungsweise setzt das Virus soweit funktionsunfähig, dass man sagte, man möchte den Menschen letztendlich auch darüber den Schutz anbieten. Also den Menschen, die nicht betroffen sind, eine Prophylaxe anzubieten. Ja, also wie und wo es dann genau entstanden ist, die Wissenschaftler sind ja immer sehr erpicht, neue Dinge herauszufinden. Und diese beiden Wirkstoffe, wie gesagt, das sind schon sehr langjährig erfahrene Medikamente in der HIV-Therapie selber. Und irgendjemand oder eine Forschergruppe, meistens ja nicht ein Einzelner, hat sich überlegt, na, wenn die so wirkungsvoll sind gegen HIV in der HIV-Therapie, wäre doch toll, wenn man die auch in der Prävention einsetzen kann, ob die vielleicht auch vorher wirken, also wenn die Infektion noch gar nicht eingetreten ist. Für die Therapie wirken sie super, aber vielleicht wirken sie genauso super, um eine Infektion zu verhindern. Und dann hat man irgendwann mit Studien angefangen. Man muss ja wieder diese verschiedenen Phasen und Verträglichkeit, Wirkstoffmenge und, bis man herausgefunden hat, ja, das funktioniert tatsächlich. Also sind die umfängliche Studien gemacht worden. Gibt es dann die verschiedenen, ich habe die Namen jetzt vergessen, also 2 hauptsächlich auch bei schwulen Männern Studien, wo es halt eben zu keiner Ansteckung gekommen ist, obwohl es einen Kontakt oder mehrere Kontakte gegeben haben muss mit Menschen mit HIV, die auch sicherlich einige davon nicht therapiert waren, nicht ausreichend therapiert waren. So, und da hat man das halt eben dann rausgefunden, entwickelt. Das war anfangs so, dieses Medikament war noch damals nicht aus dem Patentschutz raus. Das heißt, es war unglaublich teuer. Man musste im Monat etwa 1.000 Euro investieren, was natürlich nur für ganz wenige möglich war. Dann sind die nach 10 Jahren fallen in der Regel diese Medikamente raus aus dem Patentschutz. Dann können Generika hergestellt werden. Genau das ist passiert. Und deswegen kostet heute so ein Package für einen Monat etwa 40, 50, maximal 70 Euro. Und dann hat irgendwann im Rahmen einer Studie auch, hat man das dann auch bei den gesetzlichen Krankenkassen zugelassen.
so, dass das von denen übernommen wird. Mit dem Gedanken natürlich, dass Menschen, die ein Risiko haben für eine HIV-Infektion, das auf jeden Fall günstiger ist, denen, die unter regelmäßigen Untersuchungen, als auch die Medikamente zur Verfügung zu stellen, als sie lebenslang mit HIV-Medikamenten wegen einer HIV-Infektion behandeln zu müssen. Ich glaube, damit hast du ja schon direkt zwei Fragen mit beantwortet. War nicht tatsächlich gerade fragen, wie viel muss ich dafür bezahlen, unter welchen Voraussetzungen wird es von der Krankenkasse gezahlt? Das hatten wir als Thema, das würde ich als abgehakt sagen, das hatte ich gerade erwähnt. Also wie gesagt, Indikation muss durch den Arzt gestellt werden, ich muss gesetzlich versichert sein. Ist nochmal wichtig zu wissen, die Privaten sind da raus. Es gibt aber private Krankenversicherungen, weil auch die kapiert haben, dass das für die günstiger sein kann, diese PrEP zu bezahlen als eine HIV-Therapie. Ja. Es kann aber immer passieren, gerade wenn ich dann in eine private reingehen will, und dann gibt es natürlich auch die Frage, beabsichtigen Sie eine PrEP zu machen? Entweder kommt man da gar nicht rein oder man zahlt deutlich mehr Geld. Es gibt wohl einige Private, die übernehmen das, auch wenn man schon langjährig privat krankenversichert ist, aber gesetzlich gesehen betrifft es nur die gesetzlich Krankenversicherten. Okay. Da ist es automatisch, dass die, wenn der Arzt Indikation stellt, dass die Medikamente dann auch in die Untersuchung übernommen werden. Außer diese Zuzahlungen, die ja 5 oder 10 Euro sind. Aber das gilt ja für alle anderen Sachen auch. War ja nochmal spannend, dass mit der privaten Krankenkasse tatsächlich. Ja. Wir hatten auch schon die Frage beantwortet, hilft PrEP gegen resistentere Varianten? Genau, da war so das Problem, also das ist wahrscheinlich nicht pauschal sagbar, weil es halt auch wieder mit der Medizin wieder ins tiefen Detail gehen kann. Tendenziell, oder ich will dir nicht ins Wort fallen. Nö, alles gut. Also, wie gesagt, wenn gegen diese beiden oder einen dieser Wirkstoffe eine Resistenz besteht, dann kann die PrEP nicht funktionieren. Aber die Entwicklung geht ja weiter. Wie gesagt, es gibt auch andere Wirkstoffe, die auf einer anderen Basis wirken, die noch nicht zugelassen sind. Auch da können immer wieder Resistenz ist halt ein Phänomen, was immer auftreten kann. Aber es wird unterschiedliche Wirkstoffe geben, die an unterschiedlichen Stellen sozusagen die Infektion verhindern können. Im Moment zugelassen ist es halt der mit diesen beiden Wirkstoffen, die sogenannten Nukes. Und es wird dann aber welche geben, Integrase-Hämmer, Protease-Hämmer und was es dann noch alles so gibt. Und auch in der Kombination, aber das ist im Moment so der Standard, der zugelassen ist in Deutschland. Letztendlich eine Frage, die ich wahrscheinlich selber auch beantworten kann. Warum sollte man, wenn man PrEP nimmt, auch noch ein Kondom nehmen? Weil PrEP letztendlich nur das HIV-Virus ausschließt, sage ich mal vorsichtig. Genau, das ist, also ich meine, die Deutschen sind immer so 150%ig. Die Richtlinie zur Zulassung der PrEP sagt, PrEP ist eigentlich nur eine ergänzende Maßnahme zum Kondom. Also das heißt, eigentlich sollten die Menschen, so steht es in der Richtlinie, sowieso ein Kondom benutzen und es ist eine zusätzliche Sicherheit, die PrEP zu nehmen. Das ist natürlich vollkommener Irrsinn, das macht. Ja, manche machen das schon, weil sie sehr ängstlich sind. Sie sagen, ich möchte schon beides machen. Aber in der Regel nimmt natürlich jemand die PrEP, um genau das Ding mal wegzulassen. So. Es ist natürlich so, auch da sind die Studien hin und her unterschiedlich. Einige sagen, naja, jetzt durch die PrEP ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, sich eine Syphilis zu fangen, einen Tripper zu fangen, wesentlich höher als ohne. Bekanntermaßen kann man sich einen Tripper oder Syphilis auch mit Safer Sex fangen. Es ist aber tatsächlich so, dass natürlich die Darmschleimhäute wesentlich empfindlicher ist, also der aufnehmende Part, und wenn jemand dann ejakuliert da drin und halt Tripper, Syphilis hat, ist die Wahrscheinlichkeit schon nochmal ein Stückchen höher, als wenn ich mehr beim Blasen mögliche Erreger, Syphilis oder einen Tripper da reinführe und ich habe aber Speichel, der antiviral ist und auch Bakterien abtöten kann. Kann ein etwas geringeres Risiko sein. So. Aber auch das wird ja monitorisiert. Also in der Regel ist es unterschiedlich, normal alle 3 Monate, aber manche Ärzte nehmen das auch nur halbjährlich oder jährlich ab. Kann auch ausreichend sein. Sollte da was sein, wird man das feststellen. Auch da gibt es Studien, prophylaktisch Antibiotika einzunehmen, um eine Infektion mit sexuell übertragbaren Infektionen zu verhindern. Das wird allerdings sehr kritisch gesehen und ist die Frage, und das sind ja schon Antibiotika, wissen wir,
Die sind nicht ganz unerheblich. Ja. Die zerstören ja nicht nur die Bakterien, die da nicht sein sollen, die zerstören auch alle anderen Bakterien, die ganz wichtig sind. Und wenn man das auf Dauer nimmt. Und das größte Problem ist aber, dass wir da sehr, sehr viele Resistenzen haben, gerade beim Tripper, wo kaum mehr Medikamente funktionieren. Aha. Und früher war das relativ einfach. Inzwischen ist die Therapie des Trippers komplexer geworden. Das heißt, eine Kombination aus Injektion und medikamentöser Pilleneinnahme. Und es gibt inzwischen nur noch ein, zwei wirksame Antibiotika, weil die Pharmas sind nicht interessiert, sowas zu entwickeln, weil die sind dann im Verkauf relativ günstig. Die Forschung ist relativ aufwendig und teuer. Und deswegen sagt man, ist das kritisch zu sehen, prophylaktisch auf Dauer Doxycyclin oder irgendwas einzunehmen, um dann möglicherweise Syphilis oder Chlamydien oder was zu verhindern. Ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen auch so ein bisschen. Bisschen, ja. Ich lese hier gerade mal quer, weil ich dir praktisch auch noch nicht so ganz sortiert habe, die Fragen. Genau. Weil du gerade von die Schleimhäute, Aufnahme jetzt auf das HI-Virus gesprochen wieder, die Darmschleimhaut ist ja sehr aufnahmefähig quasi, ein hohes Risiko bei ungeschützten Analverkehr sich zu infizieren. Wie ist es mit Mundschleimhäuten und Magenschleimhaut, sprich Schlucken von Ejakulat oder im Mund gespritzt zu bekommen? Eine Infektion ist wahrscheinlich nicht ausgeschlossen, logischerweise, sagt niemand nie. Also gibt es natürlich einen erheblichen Unterschied. Die Mundschleimhaut ist ziemlich robust. Zudem, wie gesagt, hat man Speichel und bei sexuellen Aktivitäten, also beim Blasen, ist der Speichelfluss erhöht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, selbst früher war die Empfehlung raus, bevor es kommt, küssen nach Herzenslust, raus, bevor es kommt, ficken mit Kondom, das war so die Standardansage. Mhm. Inzwischen wissen wir, die Wahrscheinlichkeit, also wenn derjenige beim Blasen in meinem Mund kommt, ist das Risiko für eine HIV-Infektion nach wie vor recht gering. Es ist nicht null. Mhm. So, es hängt natürlich ab, ist die Viruslast sehr hoch, hat er eine Co-Infektion mit Syphilis, Tripper oder anderen Sachen oder Pilzinfektion, ist meine eigene Mundschleimhaut, weil ich gerade vorher viel zu heißen Kaffee getrunken habe oder Parodontose habe, massive Läsionen am Zahnfleisch habe oder irgendwie offene Wunden habe. Also mehrere Kombinationen kommen zusammen, kann das Risiko anders höher sein. In der Regel ist es so, manche finden das ja auch ganz geil, dass dann derjenige im Mund kommt, dann gibt es zwei Wege, das Zeug rausspucken oder runterschlucken. Geht beides. Also wenn Deep Throat, das ist eher intensive Blasen, dann würde man eher empfehlen runterschlucken, bevor man das da wieder hochwirkt. Mhm. Die Schleimhäute am Rachen sind schon ein bisschen empfindlicher, deswegen eher runterschlucken und mit Hamburger Leitungswasser nachspülen, das reicht dann schon. Einfach um die mögliche Menge der Viren zu reduzieren. Mhm. Das Sicherheitsbedürfnis der Menschen ist da unterschiedlich. Also es gibt Leute, die sagen, ja sowieso, das Leben ist risikoreich und ich finde das super geil und ich finde das toll, wenn derjenige in meinem Mund kommt und dann schlucke ich das und spuck das aus und das ist gut. Und wenn sie mich dann trotzdem trifft, Pech gehabt. Andere sagen, Blasen geht nur mit Kondom. Am besten Kondom und PrEP. Da sind die Menschen unterschiedlich. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Man kann sagen, das Risiko Aufnahme von Sperma mit HIV im Mund ist äußerst gering. Das Pre-Cum, das kann man vernachlässigen. Also man kann sich trotz auch mit Pre-Cum anstecken, was Syphilis, Chlamydien, Tripper, das ist relativ einfach. Aber HIV kann man im Prinzip vernachlässigen, ne, beim Oralverkehr. Auf den Schleimhäuten, vaginal und noch mehr Darmschleimhaut, das ist somit die empfindlichste halt eben. Und es kommt da auch immer zu Mikroverletzungen beim Analverkehr. Hört sich jetzt dramatisch an, aber es ist nichts Dramatisches. Das heilt auch von alleine. Aber auf dem sogenannten Flüssigkeitsfilm der Darmschleimhaut sind massive Immunzellen, weil das meiste des Immunsystems befindet sich ja im Darm. Ja. Und das heißt, für das Virus ist es da am allereinfachsten, wenn es in ausreichender Menge, also im Sperma sozusagen, auf die Schleimhaut kommt, landet da, kriegt man ja auch nicht raus. Spülungen sind übrigens auch nicht zu empfehlen. Manche machen das dann, Darmspülungen, aber das führt eher noch zu mehr Verletzungen, dass man das dann nochmal richtig
reinbringt. Aber da ist es so, dass es warm, feucht, im Flüssigkeitsfilm sind viele Wirtszellen für HIV, das ist quasi für das Virus das Optimalste, was passieren kann. Vaginalschleimhaut ist schon wieder noch ein bisschen schwieriger, die Penisschleimhaut ist noch schwieriger, weil die ist sehr klein, da muss erstmal ausreichend Menge durch, deswegen... Ja. Generell, es gibt keinen großen Unterschied zwischen dem sogenannten aktiven, also einführenden Menschen und dem aufnehmenden. Das Risiko statistisch für den Aktiven ist geringer, das ist so, aber ist auch nicht null. Dann ist nochmal zu gucken, hat er eine Vorhaut oder hat er keine mehr. Also beschnittene Männer haben ein 40% geringeres Risiko, bleiben trotzdem noch 60% übrig. Da ist halt die Frage, wie viel an ausreichender Menge an Flüssigkeit und Viren dann über die Penisschleimhaut oder die Unterhaut der Vorhaut da sitzen, sogenannte langhansche Zellen, die auch Wirtszellen für HIV sind, so aufgenommen werden. Das hat wieder damit zu tun, wie lang wird gefickt, wie intensiv ist der Kontakt oder ist es vielleicht dann auch Gruppensex und vielleicht noch ein bisschen SM-Geschehen, also, ne, muss man so gucken, kann das Risiko mal mehr und weniger sein. Aber das ist... Ungeschützter Analverkehr generell mit Aufnahme von Sperma das höchste Risiko. Hier gilt allerdings auch das Pre-Cum. Beim Oralverkehr hatten wir, spielt keine Rolle für HIV, aber kann durchaus eine Rolle spielen beim ungeschützten Analverkehr. Okay. Ist ein geringeres Risiko sicherlich, weil viele sagen, ja, wir haben so ein bisschen Dipping gemacht oder so raus, rein oder ja, schon gefickt, aber dann gekommen bin ich draußen. Ist natürlich immer besser als drin dann. Aber das ist jetzt keine sichere Methode, um HIV zu verhindern. Okay. Es geht so quasi jetzt ein bisschen die also ein bisschen eine Frage Richtung PrEP noch. Und dann entwickelt sich das so ein bisschen dann, wenn aus HIV AIDS wird letzten Endes, wenn es anfängt dran zu erkranken. Eine Frage zum PrEP ist noch. Nachdem das PrEP letzten Endes für jeder Mensch sozusagen zugänglich gemacht worden ist und man das regelmäßig einnimmt, gibt es eine Änderung der Infektionslage? Gibt es da Studien drüber? Also letzten Endes ist vielleicht, sind die HIV-Zahlen runtergegangen? Gibt es dadurch andere sexuelle das ist die Frage so ein bisschen. Ja, das ist immer ganz schwierig. Was war zuerst, das Ei oder das Huhn? Ja. Also in anderen Ländern, da gibt es schon auch, das ist ja schon länger da zugelassen als in Deutschland, da gibt es schon Studien, wo es einen Hinweis darauf gibt, dass es verminderte Infektionen gibt durch die PrEP. In Deutschland ist es schwierig zu differenzieren, weil das eine ist natürlich die PrEP, das andere ist, dass man ja das schwer alles auf die PrEP sozusagen dann beziehen kann, ob es dann daran liegt, dass es zu weniger Infektionen gekommen ist. Also wir sehen schon einen in den sogenannten hauptbetroffenen Gruppen, also Männer, die Sex mit Männern haben vor allen Dingen, schon mehrere Jahre schon vor der PrEP, auch einen Rückgang der Neuinfektionen, was entweder damit zu tun hat, dass Menschen sich ein anderes Bewusstsein haben, generell, dass sie sich häufiger testen lassen, eine Infektion auch früher festgestellt wird, dass sie unterschiedliche Verhütungsmethoden benutzen. So. Also das kann unterschiedliche Ursachen, aber wir würden schon davon ausgehen, dass die PrEP schon auch einen Effekt hat auf die Neuinfektionsrate. Das wird sich sicherlich auch im Laufe der nächsten Jahre auch nochmal zeigen, weil durchaus auch in Deutschland nicht wenig Menschen inzwischen die PrEP nehmen, ja. Gerade auch in den Hauptbetroffenen. Gruppen. So da? Also. So. Und in anderen Ländern, das ist schon so, also auch hauptsächlich, also zum Beispiel in afrikanischen Ländern, wo Frauen die häufig nehmen, weil da ist es mit Kondom nicht angesagt, weil der Mann hat mehrere Frauen, Kondom geht gar nicht und die Frauen haben im Prinzip keine Möglichkeiten, sich selbst zu schützen. Jetzt durch die PrEP haben sie die. Und da sieht man schon auch einen Rückgang. Ob das jetzt nur auf die PrEP zurückzuführen ist, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Aber einen Effekt wird es meines Erachtens in jedem Fall haben. Hast du Zahlen zu Menschen, also wie viele Menschen ungefähr jetzt tatsächlich PrEP nehmen? Also wie populär ist, sag ich mal, vorsichtig, ohne Wertung? Ja. Mit Zahlen bin ich immer ganz, ganz schlecht. Ich habe es letztens noch gelesen, aber bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage.
Vielleicht anders gefragt. Du klärst ja hier in der Aidshilfe Hamburg auf, viel um das Prep, so wie wir jetzt hier zusammensitzen. Ist der Ansturm groß? Gibt es viele Menschen, die einfach dieses Prep haben wollen? Gab es eine Welle an Leuten, die auf einmal gekommen sind? Ja, die große Welle gab es hier nicht, weil also wir beraten natürlich im Rahmen der Präventionsberatung auch mit einem Testangebot. Und man muss sagen, natürlich, erstens kommt jede Altersgruppe, jede Geschlechtsgruppe. Aber der Anteil der Menschen, die, ich sag mal, ein höheres Risiko haben, also Männer, die Sex mit Männern haben, oder Transgender-Menschen, Transsexuelle, die sind vertreten hier, klar, aber nicht in dem Ausmaß, gerade in der Präventionsberatung. Das sind schon hauptsächlich, ich sag mal, heterosexuelle Menschen, die, wie heißt das, heteronormative Sex betreiben und daher so ein geringeres Risiko haben, statistisch gesehen, auf Menschen zu treffen, der HIV-positiv ist und in der Regel eben die PrEP nicht nehmen. Aber wir haben natürlich schon, also die Menschen, die es betrifft, die PrEP-Beratung, klar. Und das kann ich schon sagen, also die Zahl der PrEP-User hat im Laufe der Zeit und spätestens nach Zulassung der bei den gesetzlichen Krankenkassen schon zugenommen. So, also gefühlt machen das nicht wenige. So. Und wenn man, ich sag mal so, sich in der Szene umguckt, da ist es dann schon komisch, dass jemand da noch so old-fashioned mit einem Kondom herkommt. Also das weiß ich immer auch so aus so Rückmeldungen. Auch also klassische Orte wie schwule Sauna, Darkroom oder bestimmte Cruising Areas, da ist es en vogue oder da ist es eigentlich schon gar nicht mehr nach dem wie bitte, Kondom, also hallo, bist du nicht auf PrEP? Also das ist schon so, das ist ein bisschen die Umkehrung auch, dass quasi jetzt, was anfangs die Stigmatisierung war nach dem Motto, diese Leichtsinnigen, die nehmen jetzt ein Medikament, nehmen das den Menschen, die HIV-positiv sind, weg. Also sehr stigmatisiert worden. Jetzt ist es fast umgekehrt. Du nimmst ein Kondom, was bist denn du? Hast ja keine Ahnung. Mhm. Also da wird oft Menschen tatsächlich stigmatisiert, die sagen, ja, ich will, kann oder will die PrEP nicht nehmen und ich benutze nach wie vor ein Kondom, weil das für mich der bessere Weg ist. Und die werden oft wirklich dann stigmatisiert. Und das höre ich immer häufiger. Sie sagen, nee, mit Kondom sucht ja jemand anderen. Insofern, ja, sind zumindest Menschen, glaube ich, die ja, das im Laufe der Zeit zugenommen haben. Aber du kannst einfach ein bisschen recherchieren, auch gibt es mal ein PrEP in Zahlen Deutschland. Ja. Also es gibt entweder auf der Seite RKI, Robert-Koch-Institut, Thema HIV, da kann was sein. Ansonsten verschiedenen auch Spoletten-Gazetten und Studien gibt es einiges. Notfalls, ich muss es nochmal nachgucken, kann ich dir sonst nochmal schicken, aber kannst du auch googeln. Ja. Ja, das ist natürlich das was, wo ich so ein bisschen auch vorurteilmäßig belastet war, so dieses, man nimmt Medikament und jeder, ich in Anführungszeichen, hurt jetzt irgendwie so rum und macht das ohne Gummi, wo wir ja wissen, irgendwie, okay, gut, schöner Schutz vor HIV, aber dann schießen dann irgendwie, was weiß ich, für andere Krankheiten mir durch den Körper. Das ist natürlich dann schon für die, also finde ich traurig für die Szene, dass es dann tatsächlich diese Menschen gibt, die dann sagen so, ja nee, ohne, also mit Kondom mache ich es nicht mehr, ich nehme ja schließlich PrEP. So, das zeigt mir dieses Bewusstsein nicht für die anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Ja, kann man so generell nicht sagen. Die haben schon, also in der Regel, kann ich aber nicht generell sagen, aber ja, die meisten haben ein sehr gutes, hohes Bewusstsein, dass sie sich natürlich mit STIs anstecken können. Und deswegen sind sie ja regelmäßig auch in der Untersuchung. Das ist schon, finde ich, eine Verantwortlichkeit. Da sind Menschen verantwortlich, weil sie müssen dann alle 3 Monate zum Arzt. Das wüsste ich ja nicht, wenn ich PrEP nicht nehme, Kondom benutze. Und insofern haben die, das ist schon Unsinn zu sagen, die sind komplett verantwortungslos. Es gibt natürlich Leute, die die PrEP auch nicht richtig benutzen, die 2 Stunden vorher Pillchen einschmeißen und dann nichts weitermachen und denken, sie haben PrEP gemacht und fühlen sich super verantwortlich. Auch da, oder es gibt Fakes, die sagen, ja, ich nehme die PrEP, aber den Teufel tun sie. Das gibt es natürlich. Und diese, das ist auch immer oft argumentiert worden, jetzt schießen noch mal mehr die STIs in die Höhe. Es gibt keine Belege dafür. Okay. Also man kann sehen, schon vor der PrEP sind die gestiegen. Und das hat einfach damit zu tun, das war ja, als HIV sozusagen aufkam, in Anführungsstrichen, war ja eine Schocksituation und viele hatten gar keinen Sex mehr oder dann wirklich ganz konsequent mit Kondom.
So, und im Laufe der Zeit hat sich das ja ein bisschen gelockert. Es gab, dann wusste man, okay, wirksame Medikamente, ich muss nicht mehr schwer erkranken oder daran sterben, ich kann das auch mal ohne vielleicht wagen oder habe eine andere Präventionsmethode. Das war schon lange vor PrEP, wo die auch in die Höhe gegangen sind, wo einfach Menschen mehr Sex hatten als vorher. Das Statistische ist normal, je mehr Sex Menschen haben, so wahrscheinlicher ist natürlich auch die Anzahl, dass es zu STI-Infektionen kommt. Insofern, das jetzt zu sagen, schuld sind die Prepster, weil die verursachen jetzt noch mehr Syphilis, noch mehr Tripper, kann man so umgehen. Man könnte auch sagen, die verhindern das sogar eher, weil die alle 3 Monate sich testen lassen und da würde man sehr viel eher feststellen, weil wer geht denn, ich sag mal, als Durchschnittsschwulette regelmäßig und lässt sich auf STIs checken? So, man hat ja nicht immer unbedingt Symptome oder die Symptome verschwinden auch und trotzdem ist man noch infektiös, je nachdem, welche Infektion man hat. Und die sind regelmäßig in der Kontrolle, das heißt, da würde man relativ früh die Infektion feststellen, sie behandeln. Ja, verstehe. So, insofern sind, könnte man so sagen, Krebs da eigentlich sogar noch verantwortlicher als die, die sie nicht nehmen. Aber es ist immer mit diesen Bewertungen, moralischen Sachen, finde ich immer sehr schwierig. Es gibt es auf der einen wie auf der anderen Seite. Man muss eben gucken, wie ist jemand, wie entscheidet sich jemand, welchen Schutz für ihn der passende gerade ist und wie geht er damit um. So, und das liegt jetzt nicht an PrEP oder an Kondom oder wie auch immer, sondern an dem Verhalten von dem Menschen. Okay, deswegen ist es auch wichtig, darüber ja zu sprechen, genau, und aufzuklären und natürlich, genau, ne, gerade dieser vermeintliche Faktor zu denken, so irgendwie nehmen wir jetzt die Pille und ja, deswegen steigt das so, bitte dann aber wissen, naja, aber sie sind regelmäßig in ärztlicher Kontrolle, was die Menschen, die mit Kondom vielleicht ja nicht sind. Genau. So, ne, das ist tatsächlich und sich trotzdem genau oder und verteilen. So, ja, genau. Weiter verteilen. Das wird ziemlich auch ein wichtiger, wichtiges Background-Wissen dann natürlich mit auch. Quasi der Übergang einmal zu AIDS. So, Acquired Immune Deficiency Syndrome, genau, bedeutet ja quasi letztendlich, das HIV-Virus hat im Körper sich soweit ausgebreitet oder Schaden angerichtet, wenn wir es wieder bildlich sprechen, die Stadt brennt letzten Endes, ja, der Körper ist nicht mehr in der Lage, quasi das Immunsystem so aufrecht zu halten, dass quasi externe Einflüsse wie eine Lungenentzündung schon einen, ja, tödlich erkranken lassen könnten. Das ist jetzt so ein Rückmeldung aus meinem Wissensstand. Ja. Ja, es ist sogar noch ein bisschen fataler, weil man muss sich klar machen, dass wir im Laufe unseres Lebens viele, wie hat der Lauterbach, Killerviren aufnehmen oder Erreger aufnehmen, die aber sofort vom Immunsystem in Schach gehalten werden, aber die noch da sind, die sind nicht weg. Das heißt, die werden eingekapselt, Tuberkulose ist zum Beispiel sowas. Und es gibt verschiedene sogenannte opportunistische Infektionen, Opportunitas, Gelegenheit bekommen. Und die bekommen sie dann, wenn das Immunsystem in der Wirkungseffektivität nachlässt. Das heißt, wir haben Erreger, nennt sich Toxoplasmose, hat 80% der deutschen Bevölkerung, weil ich als Kind mit Katzen gespielt habe, mit Katzenkot in Verbindung gekommen ist, rohes Fleisch vielleicht gegessen habe. Der Erreger ist da, der ist drin. Der ist gefährlich, der macht aber nichts, weil unser Immunsystem den in Schach hält und eben nicht zu einer Erkrankung führt. So. Mit HIV werden die besagten Wirtszellen attackiert und funktionieren im Laufe der Zeit immer weniger. Das heißt, die können all diese Erreger, die sowieso schon im Körper sind, nicht mehr unter Kontrolle halten. Das heißt, die brechen wieder aus. Das heißt, ein Mensch erkrankt an der Toxoplasmose, obwohl er aktuell überhaupt gar keinen Kontakt damit hat. Oder bestimmte Pilzerreger, die diese berühmte Lungenentzündung machen, auch die müssen nicht unbedingt in dem Moment, wenn das Immunsystem schwach ist, von außen kommen. Kann natürlich sein, klar. Aber viele Sachen haben wir schon im Körper und die treten dann wieder auf und das ist häufig ein Problem. So. Das führt dann halt eben zu diesem Begriff AIDS, ist ja ein Sammelbegriff. Ja. Im Englischen heißt es ja auch Syndrome. Ist eigentlich, AIDS ist keine Krankheit, sondern ein Sammelbegriff für 28 verschiedene Erkrankungen, die im Zusammenhang mit einer HIV-Infektion auftreten können. Und viele davon sind opportunistische Infektionen. Dann fängt relativ einfach die Frage an, welche Möglichkeiten habe ich mich ohne Medikamente vor AIDS, speziell HIV-Virus ist es dann ja, müsste man ja sagen, das muss es ja dann der Ausbruch zu schützen. Würde ich jetzt sagen, klassisch etwas Kondom. Kondom oder nur mit Menschenvögeln, die HIV-positiv sind und therapiert sind und die Medikamente regelmäßig nehmen.
Das funktioniert gleichermaßen wie Kondom, gleichermaßen wie PrEP. Genau. Das sind die drei. Wenn man den sieht, die sind unter der Nachweisgrenze, aber in jedem X-beliebigen wüsste man es halt nicht. Nee, deswegen. Also das ist sowieso immer grundsätzlich, wenn es um, ich sag mal, schnellen Sex, anonyme Kontakte geht, ist immer eine persönliche Entscheidung, dem zu trauen, was mir jemand sagt, oder ich selber eine Verantwortung für mich nehme, um mich bestmöglich zu schützen. Um mich zu schützen, gibt es im Prinzip nur zwei Wege. Ich benutze konsequent Kondom beim Ficken oder ich benutze die PrEP. Da weiß ich ja, was ich eingenommen habe oder was nicht. Alles andere, dass mir jemand sagt, du, wir können ohne Kondom ficken, weil ich bin negativ, ist das schön. Mag ja vielleicht so sein, aber vielleicht weißt du ja gar nicht, wenn du das jedem erzählst, dass du längst positiv bist und merkst es halt eben nicht. Okay. Oder erzählst mir sowieso Scheiße. So. Oder jemand sagt, ja, wir können ohne ficken, weil ich nehme schon lange die PrEP. Mag sein, mag auch sein, dass er richtig nimmt, kein Risiko ist. Ich weiß es nicht und ich muss es entscheiden, entweder ich glaube dir, dann machen wir das so, dann gehe ich aber das Risiko ein, dass die Aussage falsch ist oder der die PrEP falsch genommen hat oder nicht negativ ist oder es einfach noch nicht weiß, weil er sich frisch infiziert hat. Das heißt, jeder ist ja für sich selbst verantwortlich, wie er mit seiner Sexualität umgeht. Und all die Sachen bewerten Menschen unterschiedlich. Und ich sag mal, für wenn ich jemanden nicht wirklich kenne, gehe ich natürlich in dem Punkt immer das Risiko ein, wenn ich nicht selber für mich die Verantwortung, den Schutz nehme, dass ich mich eben darauf verlasse, vertraue, okay, wenn du mir sagst, du bist negativ, dann glaube ich dir, das ist so eine hübsche Nase, schöne Augen, wird schon so sein, aber ja, ist nicht der Fall. Ja. Habe ich Pech gehabt. Aber es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Für manche reicht das, Gefühl zu haben, irgendwie, ja, wenn der mir das sagt, wird schon stimmen oder so. Aber schlussendlich sicher sind dann nur die beiden Sachen, also oder nur das, was ich selber habe. Also wenn ich einfach positiv bin, ich weiß, ich nehme meine Medikamente, weiß ich, dass ich kein Risiko für jemanden darstelle. Nehme ich die PrEP, nehme ich sie richtig, weiß ich das genauso, dass ich kein Risiko habe. Ja. Nehme ich ein Kondom, benutze es richtig, funktioniert, habe ich auch kein Risiko für HIV. Ja. So einfach ist das. Angenommen, ich habe den Verdacht, ich habe mich angesteckt, infiziert. Was kann ich tun? Dann sollte man schnellstmöglichst einen Test machen, um herauszufinden, ob das dann so ist. Also wenn ich ein Risiko hatte, ist es eh immer empfehlenswert, sich testen zu lassen. Wichtig dabei ist natürlich, dass man in einem Test nicht sofort eine Infektion feststellen kann. Es gibt diagnostische Lücken. Labortest 6 Wochen, also die Blutentnahme aus der Vene, beim Schnelltest 12 Wochen. Um sicher eine Infektion auszuschließen. Nachweisen kann man sie manchmal schon nach 2 Wochen. Aber wenn man nach 2 Wochen einen Risikotest macht, der Test ist negativ, heißt das nicht, dass man auch negativ ist. Das kann falsch negativ sein. Ne? Das muss man wissen. Gibt es denn irgendwas, was man akut, also es gab ja inzwischen PrEP, gibt es ja auch PEP. PEP, ja. Es gibt natürlich, auch da sollte ein Risiko eingetreten sein oder das Kondom geplatzt sein, kann ich, wenn eben unklar ist, ob derjenige möglicherweise positiv ist oder nicht, kann ich die sogenannte Post, nicht Prä, sondern Postexpositionsprophylaxe machen. Post heißt immer danach. Das heißt auch Einnahme der HIV-Medikamente. Das sind dann in der Tat 3 Wirkstoffe, so ist die gängige Version. Das ist dann eine richtige, in Anführungsstrichen, HIV-Therapie für 4 Wochen. Die sollte so schnell wie möglich erfolgen, am besten in den ersten 2 Stunden nach dem Risiko. In der Richtlinie zugelassen ist sie bis 72 Stunden nach der Exposition, aber das macht dann in der Regel keinen Sinn mehr. Also spätestens nach 48 Stunden ist, sagen wir, der Zug abgefahren. Man kann sie geben, also der Arzt kann das verordnen bis 72 Stunden danach. Aber je länger der Zeitraum von der Exposition bis zur Einnahme dieser Medikamente, umso weniger wahrscheinlich wird die Wirksamkeit. Ist natürlich auch abhängig von der Menge der Viren, die Kontakt hatte, der Schutzfunktion des eigenen Immunsystems und der Zeit, die vergeht zwischen der PEP und der Exposition. Gut ist dann schon mal zu wissen, wenn ich mich häufiger, ich sag mal, in anonymen Sexgefilden bewege oder viel Sex habe, dass vielleicht es eher mal passieren kann, dass ein Kondom platzt oder ich ungeschützten Sex habe, mich vorab informiere, welche
auch Notaufnahmen, Kliniken, weil häufig passiert das natürlich nicht während der Sprechzeit der Schwerpunktpraxen, weil während der Praxiszeit kann man in die Schwerpunktpraxis gehen, die natürlich die Medikamente da haben und die sofort alles veranlassen können. Dann sollte man sich schon mal erkundigen, kann man auf einer Website machen, welche Kliniken in welcher Stadt 24 Stunden quasi diesen Service haben. Das ist die Frage, die gerade gekommen ist. Banal gesprochen, bildlich wäre jetzt irgendwie so der anonyme Disco-Toilettensex irgendwie und jemand anderes sagt mir, hey, wieso, der ist doch positiv und nimmt seine Medikamente nicht, ganz schlimm gesprochen so. Ja. Dann macht es Uweia und dann wäre mein Gedanke, okay, Krankenhaus, so Samstagabend, Samstag oder Sonntagmorgen ist Krankenhaus so das Einzige, was denn letztendlich angeht. Genau, aber dann sollte man wirklich gucken, also auf der Seite unseres Dachverbandes sind die Kliniken oder die Institutionen aufgeführt, die 24 Stunden, zumindest theoretisch, weil da muss ein Arzt sein, der Ahnung davon hat. Die müssen zumindest für den ersten, zweiten Tag Medikamente mitgeben. Dann kann man ja in der Praxis gehen, sich die restlichen Medikamente verschreiben lassen. Für Hamburg ist es so, es gibt zwei Kliniken. Das ist Asklepios Klinik St. Georg, Haus F, nicht die allgemeine Notaufnahme, sondern die internistische Notaufnahme und das OKE. Okay. Die beiden sind deklariert, dass dort 24 Stunden ein Arzt vorgehalten wird, der auch Ahnung hat. Ob das immer dann so ist, ist Weißfälle, da hat es super funktioniert. Und aber es kann sicherlich auch manchmal nicht funktionieren. Auf jeden Fall soll man dann, wenn man da ist, sagen, es handelt sich um die PEP. Die soll so schnell wie möglich, weil sonst sitzt man 8 Stunden in der Notaufnahme und das ist dann auch nicht so wirklich. Eben, dann vergeht da die Zeit. Vertane Zeit, genau. Frage lautet, wie kann man AIDS behandeln? Letztendlich, oder vielleicht sagst du einfach was dazu. Mit Medikamenten. Also wie gesagt, Heilung gibt es noch nicht. Es gibt zwar es ja immer wieder Studien auch, wo man versucht, mit Medikamenten auch zu einer Heilung zu kommen. Funktioniert bisher aber nicht, weil sich Viren in Reservoiren aufhalten, die für die Medikamente nicht zugänglich sind. Weil die jetzigen Medikamente arbeiten nur bei aktiven Zellen. Wie wir wissen, auch bei Muskelzellen ist das so, nicht alle sind immer aktiv, sondern sind immer in Reserve gehalten. Auch hier gibt es in der Leber, Niere und in der Milz und den Lymphknoten natürlich inaktive Immunzellen, die infiziert sind und daher nicht angreifbar sind. Und das heißt, wenn man die Therapie absetzt, werden die irgendwann aktiv und vermehren die Viren wieder. Ansonsten, wie gesagt, kontrollieren kann man das Virus, wenn man es weiß, dass es da ist, sehr gut, lebenslang und sehr gut, um Krankheiten, also AIDS, zu verhindern und auch den tödlichen Ausgang sicher zu verhindern. Das kann man mit unterschiedlichen Medikamenten. Wir haben den Vorteil, also in Deutschland oder in Industrieländern, dass wir etwa über 30 verschiedene Medikamente haben, die miteinander kombiniert werden können, die dann zu einem passenden Cocktail gemacht werden können, der denjenigen davor schützt. Vorab wird man Untersuchungen machen, gibt es Resistenzen, welche Medikamente sind überhaupt möglich für denjenigen. Standard ist im Moment tatsächlich dann so eine Therapie mit einer Tablette einmal am Tag. Es gibt auch, ich habe anfangs gesagt, es müssen immer mindestens 3 Wirkstoffe sein. Es gibt aber 2 Therapiestränge, die in der Dualtherapie arbeiten. Da sind nur 2 Wirkstoffe drin, die genauso gut sind. So. Also, das ist eine komplexe Geschichte und dann Zukunftsmusik, Long-Acting Injectables, dass man eben die nicht tablettenmäßig zunimmt, sondern injizieren kann und die längere Wirkung haben, dass man nicht jeden Tag die nehmen muss. Also da gibt es verschiedene Sachen. Aber grundsätzlich mit Medikamenten wird die HIV-Infektion, ist die sehr gut behandelbar. Ja. Diese Geschichten mit Heilung, also es gibt glaube ich jetzt 4, 5 Fälle, die angeblich geheilt sind. Der berühmte Fall, der ist glaube ich aber inzwischen gestorben, dieser Engländer. Und zwar die hatten neben HIV auch noch fatalerweise eine Leukämie, also Blutkrebs. Und wenn man gar keine andere Option hat, wird man das komplette Immunsystem in dem Körper des Menschen vernichten. Klingt jetzt grausam, ist auch grausam. Mhm. Und baut ein neues auf. Und in dem Fall hat man dann sozusagen ihm Immunzellen gegeben, die einen quasi Gendefekt haben, einen CCR5-Rezeptorblocker. Das ist eine wichtige Stelle, wo HIV in die Zellen gelangt.
das ist sozusagen aufgebaut worden und der Mensch konnte sich offensichtlich nicht mehr mit HIV infizieren. Also da sind auch über viele Jahre keine HIV-Viren mehr festgestellt worden. Ist allerdings keine gängige Therapiemethode, weil die Behandlung der Leukämie und auch wenn ein sozusagen künstliches Immunsystem, weil wir wissen, was nicht zum eigenen Körper gehört, wird erstmal abgestoßen. Das heißt, die Menschen müssen lebenslang unglaublich viel Medikamente nehmen und haben massivst oft Probleme. Sie leben zwar, aber auch nicht immer unbedingt gut. Und HIV-Therapie ist eine Tablette einmal am Tag, in der Regel sehr gut verträglich. Das ist dann immer noch die einfachste Methode, also es ist keine gängige Methode, quasi eine Leukämiebehandlung, das Immunsystem auszulöschen und neues aufzubauen. So. Aber das hat bei den Leuten halt tatsächlich dann funktioniert. Natürlich weiß man nach wie vor immer noch nicht, es gab dann Düsseldorfer Patienten, diesen englischen Patienten, dann gibt es, ich glaube, einen Münchner Patienten und noch irgendwie, die haben alle irgendwie in irgendwelchen Städten. Es kann aber trotzdem sein, dass nach Jahren irgendwo noch eine versteckte Zelle, die Viren hat, die schlummern, plötzlich aktiv werden, die man nicht gefunden hat. Also es ist nie eine komplette Sicherheit. Die Wahrscheinlichkeit sinkt natürlich, je länger der Zeitraum zurückliegt. Aber noch ist es keine gängige Therapie, dass man ein Medikament hat, das in jede infizierte Zelle, ob sie aktiv ist oder nicht, hineinkommt und quasi eine Heilung verursacht. Schon auch schon harte Geschütze, kompletten Körper damit quasi einmal. Es gibt natürlich schon seit langem diese rekombinanten Geschichten, wo man versucht quasi aus dem DNA-Strang, wo ja sich das Virus hinein integriert, genau diesen Teil rausschneidet mit der sogenannten Genschere, die DNA wieder zusammensetzt und damit eine Heilung verursacht. Theoretisch ja, ist das machbar und in Studien ist das auch gelungen im Labor oder bei Tierexperimenten, aber es hat die unterschiedlichsten Schwierigkeiten, a, das Ding in den Körper zu kriegen, a, das wirklich zu veranlassen, dass nicht irgendwas abgeschnitten wird, was die Genetik dringend braucht, möglicherweise massiv Krebs verursacht. Das ist Zukunftsmusik, ist nicht ausgeschlossen und ich halte eine Heilung generell für möglich, aber einen Zeitraum zu benennen, das hat man jetzt schon immer und immer wieder versucht und es ist immer wieder gescheitert, was nicht heißt, dass es nicht irgendwann funktioniert. Im Moment haben wir nur die Möglichkeit, HIV sehr gut kontrollieren zu können und man kann Menschen nur aufrufen, sich dessen bewusst zu sein, dass HIV nach wie vor eine tödliche Erkrankung ist, wenn sie unentdeckt bleibt. Und dass Menschen sich testen lassen, wenn sie denken, sie hatten ein Risiko für HIV. Und gegebenenfalls, wenn es denn dann passiert ist, sich behandeln lassen. Heutzutage fängt die Behandlung unmittelbar an. Früher hat man zugewartet, weil die Medikamente schwerste Nebenwirkungen gemacht haben. Das ist heute anders, fängt sofort an und wird vor jedweden Erkrankungen, also AIDS und vor dem Tod, gut bewahrt. Ja. Gibt es für AIDS eine Altersbegrenzung? Können zum Beispiel Kinder auch AIDS haben oder bekommen? Zum Beispiel die Blutübertragung? Wenn nein, wie wirkt sich AIDS auf Kinder aus? Also AIDS kann jeder bekommen, der den HIV-Erreger, HIV-Virus im Körper hat und man den nicht bekämpft. Dann kann jeder, das ist egal. Also Kinder können, also solange sie noch keinen Sex haben, entweder über die Geburt während der Schwangerschaft sich infizieren bei der Mutter, wenn die positiv ist. Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest in Industrieländern und hier in Deutschland sehr, sehr gering, weil eine schwangere Frau in der Regel behandelt wird. Es gibt die Maßgabe der Gynäkologen, die, wenn eine Frau eine Schwangerschaft plant oder auch Schwangerschaft ist, im Rahmen der Mutterschaftsvorsorge auch einen HIV-Test zu machen, um dann festzustellen, liegt eine Infektion vor? Wenn ja, wird ab einem bestimmten Schwangerschaftsmonat mit der Therapie spätestens begonnen. Das heißt, unter der Nachweisgrenze, das heißt, das Kind wird aller Wahrscheinlichkeit, ich sag mal zu 99,1% ganz gesund und ganz normal auf die Welt kommen. In Entwicklungsländern sieht das anders aus, wo Frauen vielleicht schon Dutzend andere Erkrankungen haben, Malaria, Tuberkulose. Auch HIV, hohe Viruslast haben, die hygienischen Verhältnisse schlechter sind. Und da ist natürlich, kann das Kind zu 60-70% mit einer HIV-Infektion auf die Welt kommen.
So, da gibt es schon massive Unterschiede. Mhm. Und auch wenn Kinder HIV-positiv sind, in der Regel, also hier passiert das jetzt nicht über Bluttransfusion oder so, ist dann meist während der Geburt, die werden dann auch entsprechend behandelt. Und das wird auch monitorisiert, also wird auch früher, auch sehr früh schon geguckt, ob eine Infektion eingetreten ist. Früher mussten die anderthalb Jahre warten, um sicherzustellen, ist eine Infektion eingetreten oder nicht. Das kann man jetzt relativ früh rausfinden. Und in der Regel, wie gesagt, geht es gut. Eine HIV-positive Frau kann ganz normal A, ein Kind bekommen oder machen lassen. So, also der Mann muss auch keine Angst haben, sich zu infizieren, wenn die Frau behandelt ist, das weiß, dass sie positiv ist und das Kind kommt gesund auf die Welt. Auch inzwischen mit einer ganz normalen Geburt, in Anführungsstrichen. Früher hat man immer Kaiserschnitt gemacht, weil das Hauptrisiko war gar nicht während der Schwangerschaft, sondern während des Geburtsvorgangs zu Verletzungen, wo es zu Verletzungen kam bei dem Neugeborenen. Und deswegen hat man Kaiserschnitt gemacht, um das zu minimieren. Aber inzwischen kann man eine ganz normale Geburt, wenn es nicht schon vorab Komplikationen gibt, aus anderen Gründen, dann wird die Frau ganz normal ihr Kind zur Welt bringen. Und dann passiert nichts. Ja. Wenn das HIV-Virus schon in den DNA-Strang angefangen hat, sich einzunisten quasi und zu schreiben, ist das vererbbar? Nein. Ist nicht vererbbar. Es ist nur übertragbar, in der Regel über den ungeschützten sexuellen Kontakt. Es kann nicht vererbt werden. Wenn ich unwissentlich AIDS übertrage, hier steht AIDS, es wird ja eher das HIV-Virus sein, was ich ja übertrage. AIDS kann man nicht übertragen. Also ich lese einfach mal vor, wenn ich AIDS unwissentlich übertrage und es klar ist, dass es von mir kommt, kann ich dafür irgendwie belangt werden? Ja, also wenn ich weiß, dass ich HIV-positiv bin, nicht behandelt bin und ungeschützt mit jemandem schlafe und der sich bei mir ansteckt, das ist Körperverletzung mit möglicher Todesfolge, das wird auch entsprechend geahndet vom Gericht. Das ist ein Straftatbestand. Ja. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Ne? Alles andere, wenn ich es weiß und in Therapie bin, dann bin ich unter Nachweisgrenze. Ja. Und ansonsten, wenn ich es nicht weiß, kann ich es nicht wissen. Letzten Endes dann. Nee, genau. Da liegt Sexualität in der Verantwortung, was wir anfangs hatten, bei jedem Menschen selber, was er macht oder nicht macht. Ja. Aber das ist auch so ein Punkt, was lange von Gerichten anders bewertet wurde, dass man Menschen mit HIV eine wesentlich höhere Verantwortung zuschiebt als jemand, der vermeintlich HIV-negativ ist. Unsere Haltung ist, jeder Mensch ist für sich selber verantwortlich. Und wenn ich als vermeintlich negativer, HIV-negativer Mensch meine, ungeschützt mit irgendeiner Person schlafen zu wollen, ist das meine Entscheidung, mit dem möglichen Risiko, mir irgendwas einzufangen, auch HIV. Und kann den nicht dazu zur Verantwortung ziehen. Es ist, was ich natürlich sagte, wenn ich weiß, dass ich positiv bin, ich mich nicht behandeln lasse, warum auch immer, und ich sag mal, wild durch die Weltgeschichte vögel und da jemand anstecke, ist das Körperverletzung mit möglicher Todesfolge und das ist klar gehandelt im StGB. So, aber alles andere, und auch das wurde eine Weile unterschiedlich gehandhabt, dass selbst Menschen unter Therapie, wo bekanntermaßen, die sind nicht mehr ansteckend, aber trotzdem bestraft worden sind, weil sie ungeschützt mit jemandem geschlafen haben. Das war so in den Anfängen, weil Kondom war das, ne, oder auch so diese Maßgabe, ich muss jemandem sagen, pass auf, ich bin HIV-positiv, wenn du mit mir schläfst, musst du das wissen. Auch das ist rechtlich unsinnig, sondern ich muss alles dafür beitragen, eine Infektion bei dem anderen zu verhindern. Und heute weiß man halt eben, HIV-Therapie schützt genauso wie Kondom oder halt die PrEP. Und von daher habe ich alles gemacht und ich muss demjenigen das nicht mitteilen, sondern ich gehe kein Risiko ein. Sollte aus irgendeinem Grund trotzdem eine Infektion stattfinden, wahrscheinlich nicht durch mich, sondern durch jemand anderen, habe ich aber alles getan und bin nicht, kann nicht zur Verantwortung gezogen werden. Und das haben die Gerichte inzwischen wohl auch kapiert. Das heißt, die lassen auch Gerichtsverfahren gar nicht mehr zu. Manchmal ist es ja so, man ist hochverliebt und macht alle möglichen Sachen und dann geht das den Bach runter, dann findet man raus, der Partner ist eigentlich HIV-positiv, aber schon lange behandelt und dann gehe ich, zeige den an, der hat mich möglicherweise gefährdet. Ich habe mich gar nicht angesteckt, aber allein dessen, dass er mir das nicht gesagt hat. Ja. Und da sind in den Anfängen trotzdem Leute verurteilt worden und heute entscheiden die Gerichte, gab es denn tatsächlich eine Ansteckung?
Wenn ja, muss man gucken, ist die stattgefunden tatsächlich von demjenigen oder ganz woanders? Kam es nicht zur Ansteckung, wird das Verfahren fallen gelassen. So, also da wird ja auch derjenige nicht zur Verantwortung gezogen, was auch richtig ist. Okay, ich danke dir für deine Zeit, Michael. Vielen Dank für die ganzen vielen Antworten und die ganzen Informationen, die du mir mitgebracht hast. Sehr gerne. Ich hoffe, dem Chat und Twitch und vielleicht landet es noch als Information auf YouTube, das muss ich nochmal schauen, haben geholfen. Ich hoffe, eure Fragen konnten beantwortet werden. Ich bin schlauer als vorher auf jeden Fall. Und wenn ihr Fragen nach wie vor habt, meldet euch an die AIDS-Hilfe im Internet. Wenn ihr in Hamburg seid, natürlich an die AIDS-Hilfe Hamburg oder an die jeweilige Stadt, die bei euch zuständig ist. Bestimmt auch sonst über E-Mail-Kontakt, wenn es irgendwie Fragen gibt oder ihr habt bestimmt eine Telefonnummer. Genau, also wir sind ja auch ein Zeiger der Zeit. Das ist ganz klassisch, persönliche Beratung, telefonische Beratung, wir haben Chatberatung, wir haben auch spezielle Portale, also den Gay Health Chat für Menschen oder Männer, die Sex mit Männern haben. Wir haben eine Online-Beratung, wo eine Kollegin sitzt, die Fragen beantworten kann. Also schaut einfach auf unsere Homepage und jederzeit meldet euch, wenn Fragen zum Thema HIV, sexuelle Gesundheit, sexuell übertragbare Infektionen, PEP, PrEP oder was auch immer in dem Rahmen ist. Vielen Dank für deine Zeit und das tolle Interview. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.